Nee, stopp. Dann läuft da jetzt kein Öl mehr raus. Da läuft gar nicht. Jetzt darf ich wieder auf dem Grundstück bei den Frams parken. Jetzt darfst du wieder zu mir nach Hause kommen. Ein Clip. Richtig schlechte Geräusche. Wollen wir das nicht einfach so machen? Jeder nimmt ein Bauteil und für jedes Bauteil muss er ein Bier trinken. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht, passende T-Shirt ist schon an. Der Titel hat euch wahrscheinlich auf dieses Video gebracht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, dass diese DT jemals fertig wird. Ich bin da selber Meinung, aber ich bin guter Dinge. Die Jungs von Schichtwerk, die das ganze DT-Projekt ja von Anfang bis Ende jetzt begleitet haben, zu denen fahren wir heute. Jannik hat heute Geburtstag, deswegen gehen wir gleich nochmal kurz Getränke shoppen, weil der Junge natürlich an seinem Geburtstag sich aufopfert und mit mir dieses Projekt hoffentlich vollenden wird. Zumindest steht heute auf dem Plan, dass wir die ganze Bude zusammenbauen. Optikparts wie Dekor und Co. kommen natürlich noch. Wir holen jetzt erstmal ein Kastenbier für den lieben Jannik und dann machen wir uns auf den Weg zu Schichtwerk. Ach ja. Angekommen bei den Jungs. Ich habe Jannik gerade schon auf der Autobahn überholt, aber der T5 von Finn ist halt einfach zu langsam. Der konnte nicht mithalten. Das hat so mies geschliffen, Junge. Aber ist ja auch nicht sein Auto, ne? Das sind 20 Zoll. Das ist so durchgezogen, Alter. Was denn? Oh, einfach mit den Schlappen, die guten Schuhe auf den Beifahrersitz und dann mit den Schlappen einfach fahren. Polizei liebt diesen Trick. Darf man das nicht? Ich glaube, man muss festes Schuhwerk haben. Digga. Bei Crocs sagen die immer schon, ja, wenn der Bügel Allrad hinten steht. Ist, wenn auf Allrad steht, dann ist gut. Aber sonst meinen die schon schwierig. Ja, keine Minute gearbeitet, direkt das Bier wieder in der Hand. Ich habe schon gearbeitet. Und los. Ja, also hast du noch nicht gesehen, ne? Also... Es ist ja... Also, ganz ehrlich, hast du vor... Ein bisschen lustig. Wie siehst du? Der Geburtstagsoutfit. Ach so, ne? Weißt du doch. Ich habe mich auch extra in Schale geschmissen, ey. Ja, Digga. Die Engelbert Strauß-Hose. Ja, man sieht halt, dass du arbeiten möchtest. Das ist das Problem. ja, also jetzt mal no joke. Also wir haben das Ding vor 2 Monaten gesehen, beide. Mhm. Oder wir alle. Ja, haben wir gesehen. Mit dem Ergebnis habe ich schon nicht gerechnet. Nee, echt so, ohne Witz. Jetzt schon, also es ist halt jetzt schon 1 Million mal besser als alles, was wir jemals probiert oder gemacht haben. Kannst du bitte so klipsen? Ja, wir gucken einfach den ganzen Abend nur das so an. Jeder eine Säule. Ja. Das wäre, also ganz ehrlich, wäre ein super Inhalt vom Video, weil mehr machen wir sonst nie. Ja. Das wäre jetzt ja komisch, wenn wir jetzt ein Video produzieren. Und dann, am Anfang sieht die DT so aus und am Ende ist da wirklich ein Motorrad. Aber nur anbauen, was man reinlegen kann. Also Tank drauf, Sitzbank einfach drauflegen. Das sieht schon fertig aus. Also, das ist ein Witz, oder? Jede einzelne Schraube neu einfach. Es ist wirklich ein Witz, ne? Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht ernst nehmen, vor allem. Ihr habt doch einen neuen Motor gekauft, oder? Also, Schichtwerk, gut. Schichtwerk, einfach die Gang. Also Jungs und Mädels, wenn ihr Bock auf Keramikbeschichtung habt, Motoren, macht ihr? Alles. Alles. Beschichte mich, beschichte mich weg. Bis in den Mond. Bis in den Mond. Digga, hä? Sogar hier, das da alles, ist alles, hä? Es ist alles schön, es ist so, man könnte es jetzt auch so... Kennst du noch den Dämpfer? Weißt du, man... Den Dämpfer, ja. Den Dämpfer. Das ist ja, haben wir das ja professionell lackiert. Jetzt beginnt die Comedy. Und haben das ja dazwischen gestoppt. Und das Endergebnis sieht halt folgendermaßen aus. Es sieht ziemlich gut aus. Den Dämpfer. Alter, das ist noch... Oh Gott, das habe ich ja noch gar nicht... Alter. Der auch beschichtet Plastik. Digga. Einfach auch das beschichtet. Also, man kann auch Plastik beschichten. Die Jungs können auch diese hässlichen EXC-Plastiktanks schwarz beschichten. Und dann, das machen wir jetzt auch bei unserem 500 dann. Besser als... Ich freue mich so dermaßen drauf. Ja. Ich hätte noch was mitgebracht, aber da müssen wir nachher... Ich hab diese Kiste schon gesehen. Jesus Maria, ey, was ist jetzt los? Ich hab Peter auch geschickt, ja so, sorry.
Was hast du gemacht? Kannst du es nochmal kurz zeigen? Also jeder normale Mensch würde ja, also so ein Kabelbaum, ne, hinterm Stecker abschneiden. Aber Nick dachte sich, ich schneide einfach den Kabelbaum ab. Ja, ist... Stecker löst ist auch eine Option. So. Mal abgesehen von dir jetzt. So. Stimmt. Ja. Die einzige Option ist ab. Ja, ich wollte zerstören. Ja, das wird noch richtig schön unnötig viel Zeit kosten, dass man sich eigentlich hätte sparen können. Naja. Janis, möchtest du einmal der Community erklären, was alles gemacht wurde? Weil die sind immer noch der festen Überzeugung, dass ich alles richtig schön bunt gepulvert und beschichtet lassen habe, aber immer noch mit dem Gurkenmotor rumfahre. Nein, der Motor ist eigentlich komplett neu. Also jedes, selbst diese Plastikdeckel ist wieder gleich wie Tank. Gibt es ja eigentlich Silber aus der Vorgabe? Genau, ja. Selbst der schwarz, also erstmal der komplette Motor schwarz, wie im Anbauteil, mit egal ob es irgendein Wasserpumpenteil oder was auch immer ist. Dann wirklich jedes Lager neu, also ob es Ausgleichswelle ist, was man mal einfach überlässt oder irgendwas, jeden Simmerring, so Schalt... Nee, stopp, dann läuft da jetzt kein Öl mehr raus. Da läuft gar nichts mehr. Ganz sicher nicht. Jetzt darf ich wieder auf dem Grundstück bei den Frams parken. Jetzt darfst du wieder zu mir nach Hause kommen. Dein Vermieter freut sich. Ölwechselplatten, kennst du die? Achso. Stein hoch, Öl rein, Stein raus. Oh. Wie gesagt, jedes Lager, dann die Kurbelwelle und der Zylinder wurden mit Kolben komplett neu gemacht, also aus Pleu. Ein, zwei Getriebezahnräder, die neu mussten. Digga, ich habe ein Foto gekriegt, da fehlten einfach Zähne von den Getrieben. Und ich habe noch nie Probleme mit dem Getriebe gehabt. Ohne Witz, ich konnte immer butterweich schalten. Ja, also, vielleicht liegt es daran, dass du butterweich schalten konntest. Es war wie bei meinem Auto, wo du so... Sonst, genau, die Auslasswalze wurde eingeschliffen darauf, weil oft war ja Problem bei den DTs, dass die in die Laufbuchs einhaken und der Kolben dann einmal ballert. Also das wurde komplett eingestellt. Also eigentlich der Motor ist komplett neu. Also da... Es ist halt auch einfach jede scheiß einzelne Schraube, halt, jede genau. Mutter, alles. Also optisch sowie technisch einfach. Ist ja so geisteskrank, ja. Mann. Ey, heftig. Ja, das heißt... 2022 wäre, würde ich es nicht glauben. Ja. Hätte mir das Anfang des Jahres jemand gesagt. Hätte ich es auch nicht geglaubt. Ja. Gab es ja auch noch nicht. Also, ja, richtig. Nee. Also, und Spaß. Nee, Digga, ohne. Nee, aber ist ja so. Ist ja, ey, Digga, ohne Witz. No joke, also ohne dich und Luca. Ich wollte gerade sagen, Luca ist leider noch verarbeitet. Ja, der kommt gleich. Ja. Aber ohne euch beide wäre das Projekt voll nach hinten losgegangen. Niemals. Also es wäre vielleicht hübsch anzusehen, also, aber es würde wahrscheinlich genauso wenig funktionieren. Ja, vielleicht, weil wir dich auch ein, zwei Mal noch überreden mussten, kauf es einfach neu. Ich jedes Mal noch so. Warte, muss das sein? Ja, wirklich. Hm? Nick. Was? Wo ist die Lampenmaske? Die habe ich doch mitgegeben, die kann doch nicht weg sein. Die ist doch da. Warum willst du eine neue kaufen? Die ist doch da. Ja. Also, es ist ja, also es geht doch vollkommen klar hier. Also jetzt ohne Witz, die Lampenmaske geht doch nochmal richtig fit hier. Ja, hier ein bisschen weg. Ja, damit der Fender da reinpasst. Das habe ich mit meinem Papa schön alles gemacht. Nein, das ist schon sehr geil. Ich sehe mich noch immer noch mit Dose, Alter. Ja, lass doch jetzt nochmal mit Dose anfangen. Ich stehe und mich erstmal selber lackiere, weil ich die Dose falsch gehalten habe. Hast du, du hast den falsch gedreht. Das war echt so gut. Ja, wir trinken jetzt einfach noch weiter Bier, bis Luca kommt. Ich wollte sagen, der muss auch noch Bier kriegen. Da einen Motor rein und dann gucken, wohin es uns führt. Bier trinken. Hast du nicht gesagt, Kirmes ist hier, oder? Brauchst du modellieren oder was? Alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke. Moin. Hallöchen, Luca. Ja. Dann sind wir jetzt vollständig. Ich würde sagen, Luca, trink jetzt erstmal ein Bier, damit du dich hier akklimatisierst. Dann machen wir das Täuchchen hier zu und dann machen wir uns hier richtig schön. Dann machen wir uns echt Pimp My Ride. Dann machen wir echt Pimp My Ride, Junge. Oh, ich mach einmal. Ohne Witz, wir machen jetzt einmal einen Clip. Richtig schlechte Geräusche. Janis, du konntest den Schlagschrauber so gut, mach den nochmal. Hör auf. Das schneidest du nicht rein. Jo, wollen wir das nicht einfach so machen? Jeder nimmt ein Bauteil und für jedes Bauteil muss er ein Bier trinken. Meine Idee hat anscheinend... Achso. Ach so. Jeder ein Teil. Wie schwer ist so ein Motor jetzt, wenn er so... Wenn er neu ist, ja. Viel schwerer. Ich mach das hier nur, weil ich arbeite.
du den? Schnapper. Oh, Hochzeit, Jungs, Hochzeit. Ja, Motor ist drin, Jenrik. Prost. Guck mal, ich hätte jetzt nur mal einen Hammer genommen. Ich auch. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es ja frisch gedingelt ist. Safe, Digga. Ich mach einfach einen Zeitraffer da hinten im Regal. Jenrik stellt sich vor den Zeitraffer. Ah, der Businessmann. Ich baue meine 125er zusammen. Ich kann den nicht ernst nehmen. Das ist die erste Schraube, wo das Gewinde noch ganz ist und die nagelneu ist, die du so Tor jemals reingedreht hast, ne? Mutter, hast du keinen Schlüssel? Ich bin betrunken, keine Ahnung. Ich hab der Alkohol-Express ist unterwegs! Mir ist der Torx in der Schraube abgerissen. Jan, frag mich. Nee, ich hab nichts gemacht. Der gar nichts gemacht. Digga, eine Schraube machst du mal. Ja, wirklich? Ja, alles gut, ich hab die Motorhalter auch schon falsch zusammengebaut. Das wird ein gutes Projekt. Ich sollte vielleicht aufhören, an Motorrädern zu schrauben. Ich habe mir direkt beide Finger aufgerissen. Am Handy rumdrücke. Ja, es sieht schon fast aus wie ein Motorrad, würde ich sagen. Und was für ein geiles Motorrad. Oder, Henrik? Sieht schon aus wie ein geiles Motorrad hier, oder? Jetzt die miese Farbe. Was war da gerade? Aber guck mal, die Farbkombi jetzt mit schwarzem Motorrad. Die Farbkombi ist schon saugeil. Sicher. Bruder. Boah. Boah. Leute. Leute. Guckt es euch an. Wir können den nicht ranbauen, weil der zu weit nach vorne kippt jetzt der Arm. Digga, top. Lassen wir es einfach. Komm. Packst du wieder ins Regal. Ja, so, wir haben jetzt hier wunderschön neu gestrahlte. Oh, oh. Ja, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, ja. Nee, finde ich, machst du gut. Es wird gottlos. Ja. Also. Jungs, Jungs. Tschüss. Tschö. Ja, ein Kilo. Das Ding ist dicker als dein Arm. Das ist. Das ist einfach ein Unterarm. Digga. Unterarm, den ich mir gerade reinschraube. Digga, stell dir mal vor. Nee, wenn ich mir die vorstelle. Geil. Die Fleischpeitsche. Um dem Video jetzt nochmal ein bisschen sinnvollen Inhalt zu geben, machen Nick und ich jetzt wieder Feuer. Kannst du mal kurz deine Finger zeigen? Du hast vier Schrauben gelöst. Halt dein Maul. Warte. So, du hast vier Schrauben gelöst. Und dabei hast du dich verletzt. Bei der ersten oder bei der vierten? Ja. Ich bin lebensfähig. Oh, aua! Oh! Oh! Aua! Oh, Asche auf der frischen Wunde. Oh, ich bin lebensfähig. Wir hätten Mittel, es einfacher zu machen, aber wir sind ja Survival. Also nächstes Jahr Seven vs. Wild, Jenny und ich sind sowas von dabei. Oh, aua! Lass bitte einfach nicht machen. Doch, doch, das Holz brennt da. Das Holz. Auf der Seite brennt das Holz. Jo, jo, Digga! Digga! Hier, ne? Hier. Ja, wir sind ja weit gekommen. Dann machen wir jetzt Pulver, ne? Dann noch ein, zwei Teile vergessen zu pulvern. Und das machen wir jetzt noch. Kettenrad, weil Nick zu geizig war, Neues zu kaufen. Hallo! Wir dachten, es sei noch in Ordnung, aber es war so dreckig. Es hat gerostet. Ja, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen von diesem wunderschönen DT-Teil. Ihr habt gesehen, zumindest... Komm, wir gehen mal kurz rüber, wo wir jetzt stehen. Wo sind wir jetzt, Nick? Schwing ist drin. Fahrwerk ist drin. Das sind alles Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Also die schon doch, das Federbein ist reingekommen und der Motor. Der das Motor war irgendwie ein schwuler Moment. Und die Felge. Und die Felge. Ich habe mir dabei fast zwei Finger abgeschnitten. Das haben wir jetzt zum 18. Mal gezeigt. Ist wichtig. Ich bin gespannt, wie das gleich weitergeht. Also das Video, was dann nächsten Sonntag kommt, wenn wir hier weiter trinken und zeitblasenmäßig daran weiterschrauben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video findet.
liked, kommentiert, abonniert. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder bei einem weiteren Teil. Ist doch gut, oder? Ja, perfekt, Digga. Perfekt. Perfekt. Okay. Tschüss.